willkommen, Pyrus, zum neuen Video hier auf meinem Channel. Heute ein Fontänenvergleich. Und zwar einmal die Ying gegen die Yang Batterie. Steht hier auch Multicolor Fontänenbatterie. Ist eine Neuheit 2016 bei Lidl gewesen. Gut, die Batterien an sich, die Fontänen an sich gab es wahrscheinlich schon vorher. Ich lese gerade mal den Effekt der Yin vor. Leuchtsterne in rosa-rot, zitronengelb und blau, gefolgt von Feuertöpfen, Poppingstars und Knatter sowie grünen und violetten Sternen mit roten Knistersternen. Interessant, Weko. Circa 45 Sekunden Brenndauer, circa 10 Meter Effekthöhe. Gut, was will man erwarten? 22 mm Kaliber. Hier steht auch noch Kombination von Hino und Feuertopf. Jo, das habe ich auch gerade festgestellt. Bruttogewicht beträgt hier 300 Gramm. Und einen NEM haben wir hier mit 90 Gramm verziffert bei der Yin. Gut, bei der Yang sieht das nicht anders aus, bloß das Design halt. Von der Brenndauer nimmt sie sich nichts der Yin hingegen. 10 Meter Effekthöhe, 22 mm Kaliber. Jo. Alles beim Gleichen. So, jetzt aber hier. Leuchtsterne in grün und violett. Gefolgt von roten Knistersternen, fetzige Poppingstars und Knatter sowie grünen und violetten Sternen mit Knistersternen. Also an sich sind da nicht große Unterschiede zu erkennen. Die NEM ist auch identisch mit 90 Gramm. Ich dachte einfach, ich drehe mal so einen Vergleich darüber, ob da überhaupt irgendwas ist. Auf den Bildern sieht man einen kleinen Unterschied, die da abgedruckt sind, aber der ist jetzt wirklich nicht groß. Ich dachte am Anfang, die sind einfach nur in einer anderen Reihenfolge da abgedruckt. Aber beim zweiten Mal hinsehen waren sie dann doch ein bisschen unterschiedlich. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal raus und testen hier Yin und Yang. Lassen sie mal gegeneinander antreten und dann mache ich mir mal mein eigenes Bild zu dieser exklusiven Neuheit 2016. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Test.